bin ein Narr. Holt mich hier raus. Für September 2011. Ich bastel gerade an meiner neuen Narrenkappe. Die alte ist mir beim Besuch des Halfmannshofes etwas beschädigt worden, kaputt gegangen. Ich glaube, der Himmel ist mir auf den Kopf gefallen. Jetzt soll es eine neue Kappe aus Papier sein, genauer gesagt aus Zeitungspapier, noch genauer gesagt aus dem alten Papier der Burschenzeitung, die ich beim Aufräumen in meiner Narrenkemenate gefunden habe. Aber dieses dünne Papier stellt mich vor unlösbare Aufgaben. Meine groben Gauklerfinger bekommen die nötigen Falten und Verschränkungen nicht hin. Gerne würde ich es mit einer aktuelleren Version probieren, aber die vielleicht etwas dicker ist, aber das geht ja nicht. Ne? Ja. Denn die Bursche-Zeitung ist ebenso wie die Ruhr-Nachrichten die 60-Jährigen. Werden Sie noch an diese Zeitung erinnern? Ja? Diese beiden Zeitungen sind der Medienvielfalt zum Opfer gefallen. Könnt ihr euch noch an die langen Frühstücke mit drei Gelsenkirchener Zeitungen erinnern? Kaffee oder Brötchen und so viel Papier? Da konnte man zwar auch nicht immer Beiträge von witzigen und ambitionierten Journalisten finden, aber immerhin gab es den Gelsenkirchener Klatsch. Gleich dreimal. Auch damals bestimmten andere, welche Nachrichten unter das Narrenvolk gingen und welche nicht. Ich als Lesenrattender Narr hatte aber das Gefühl, umfangreich informiert zu sein. Und darum geht's. Ne? Das Gefühlte ernst genommen und verstanden werden. Ja, ich will nicht beschissen, belogen und für dumm verkauft werden. Oder wer will das schon? Die beste Art, damit umzugehen, ist eine umfangreiche und vielfältige Information. Und am liebsten durch Zeitungen und Zeitschriften. Da bin ich auch heute noch altmodisch und liebe es, eine Zeitung in der Hand zu haben. Das Blättern. Die Butter am Sportteil, die Marmelade auf der Gelsenkirchenseite. Und wenn mal kein Klopapier zur Hand ist? Ja, das kriegst du nicht, wenn du mit der Maus herumklickst und von Spiegel Online auf kicker.de vielleicht auch mal auf der Westen landest. Umso härter trifft mich die Verödung der Gelsenkirchener Zeitungslandschaft. Das Baumsterben hat sich drastisch ausgewirkt und lässt nur noch die WAZ und den Stadtspiegel zu. Der kapitalistische Borkenkäfer hat ganze Arbeit geleistet. Für diejenigen, die sich weiter auf einem aktuellen Stand halten wollen, sind die 7 mageren Jahre angebrochen. Und keine Nostradamus-Prophezeiung lässt ein noch so kleines Informationslicht am Horizont glimmen. Dabei wäre es für die bestehenden Zeitungen umso wichtiger, Gas zu geben und einen Podiumsplatz im Informationswettbewerb einzunehmen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Stadtspiegel, der löblicherweise nicht nur Anzeigen als Information verkauft, zieht seine redaktionelle Arbeit aber auch durch den wirtschaftlichen Filter und stadtspiegelt die bittere gesellschaftliche Wahrheit, dass die Pressefreiheit zwar aus 26 Buchstaben besteht, aber in der Realität nur der Ausdruck von Machtverhältnissen ist. Ja, wenn ich nicht Gaukler, sondern Verleger geworden wäre, würde ich vielleicht auch so denken. Aber meine Oma hat schon gesagt, Junge, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und wenn so ein Hombach dann vor der Gretchenfrage steht, Himmel oder Hölle, wird er nur mit dem bezahlen, was er in Geld und Materie freien gesät hat. Das Fatale der heutigen schnelllebigen und aufgeklärten Zeit liegt da, wo man ganz erpicht darauf ist, geistreich zu erscheinen, aber von der wirklichen Wirkung und Kraft des Geistes nicht die Bohne überzeugt ist. Wenn ich tot bin, dann bin ich weg. Ich habe als Chirurg schon 5000 Leute aufgeschnitten und keine Seele entdeckt.
Auf dieser geistvollen Grundlage strebt Mann oder Frau danach, viel Geld zu verdienen, um dann im Kauf oder Konsumrausch oder dem malediven Urlaub sich top zu fühlen. Für die Dummen, dumm und nicht so Erfolgreichen, habe ich jetzt folgenden Tipp. Mach die Augen zu. Mach die Augen zu und lass der Fantasie freien Raum und den Erinnerungen. Das ist das Einzige, was man manchmal tun kann, um sich zu retten. Ein Arme-Leute-Trick, der immer funktioniert und den ich hiermit kostenlos verschenke. Der Witz am prall gefüllten Bankkonto ist, dass man in einer Zahlenhörigkeit der Illusion aufsitzt, wirklich Reichtum zu haben. Selbst ein 500-Euro-Schein hätte nicht den Wert von 5 Cent, wenn nicht der Geist des Wertes sein Schinden übertreiben würde und mit dem Schein auch die Illusion verkauft, den Wert von 500 Euro in Händen zu halten. Der Geschäftsmann im Kleinen Prinz löst seine Geldmaximierung mit der Feststellung: Ich schreibe die Zahlen auf ein kleines Papier und dann sperre ich dieses Papier in eine Schublade. It's just an illusion, boogie night. It's just an illusion, boogie night. It's just an illusion. Der Narrenchor singt und die anwesenden Gaukler ziehen aus der Lotterietrommel des Lebens die Hauptgewinne. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ob bei der Einlösung der Lose eine Zeitung behilflich sein kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Trotzdem hätte ich gerne Papier in der Hand, das mich beim Lesen erfreut, informiert und Impulse für mein Leben gibt. Na gut. Die Zeitungsnarrenkappe, die gebe ich auf und bastel mir ein kleines Papierschiffchen. An der Schleuse setze ich es aufs Wasser Richtung Kanalbühne. Hoffnungsvoll beobachte ich das sanfte Schippern. Doch nach wenigen Metern muss ich erkennen, dass mein Zeitungsschiff die Kanalbühne wohl nie erreichen wird. Das weiche Wasser hüllt nicht nur den Stein, zieht das Schiffchen auf den Grund. Verschwunden und vermisst. Zumindest von mir. Eine grauenvolle Vorstellung. Meine in die Wahrsagerei vernarrte Kollegin nimmt meine Hand und liest aus meinen Handlinien: Ich sehe, sagt sie, ein langes Leben, eine schöne Frau, viele Kinder und einen vollen, vollen Bauch. Und dann öffnete sie ihre Narrentasche, packt die mitgebrachten Brote aus dem Zeitungspapier aus und teilt schwesterlich mit mir. Lecker! Mit einem Hauch von Druckerschwärze und Klatsch. So mag ich sie am liebsten, meine Zeitung.